Ich muss einen kleinen Zwischeneinschub machen. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich bin total perplexed, total dahin und her gerissen und muss es euch zeigen. Wie ihr seht, sind wir gerade bei dem Familie Winter-Haushalt, dem Ursprungshaushalt, wie ich es gerne auch nenne, bei Jerry, Summer, Sophie und Naomi. Wie ihr wisst, habe ich im Moment so ein paar Problemchen, dass meine Sims, auch meine aktiven Sims, die ich eigentlich von ausgeschlossen habe, dass die jegliche romantische Beziehung von sich selbst eingehen, wenn ich nicht im Haushalt bin, dass Kinder gemacht werden, Hochzeiten gefeiert werden und so weiter und so fort. Zwischendurch passiert halt mal was, wie dass wir einen Anruf bekommen, wenn wir in einem anderen Haushalt sind, wie hier, wir wollen den Baby machen. Was sagst du dazu? Oder hier, ich habe einen Ring gefunden in der Jackentasche. Soll ich ja sagen, soll ich nein sagen? Diese bestimmten Dinge. Alles voll okay, da kann ich dann sagen, ja, hier überleg's ja nochmal oder ja, hier mach's mega geil oder hier bist du des Wahnsinns, mach das auf keinen Fall. Ja, wie ihr wisst, ist ein bisschen was dann passiert. Der Jerry ist zu einem fremdgegangen und hat eine neue Beziehung begonnen und die Naomi hat eine Beziehung begonnen und ist auch fremdgegangen. Ich hatte das eigentlich alles wieder gefixt, heißt die ganzen Meilensteine, Erinnerungen daraus gelöscht, das rein theoretisch. Nichts passiert ist, doch es ist doch etwas passiert. Und ich weiß echt langsam nicht mehr weiter. Ich bin richtig so, oh mein Gott, wie kann das sein? Ja, wir switchen jetzt zu einer anderen Person, denn um die geht es jetzt. Was denkt ihr, warum die Naomi so ein Gesicht zieht, dermaßen aggro ist, ihre Stimmungen sind zum Explodieren? Und mir ist wirklich zum Heulen zumute. Ihr wisst, ich liebe meine Sims über alles, aber in so Momenten könnte ich sie ein bisschen nehmen und ein bisschen schütteln und fragen, geht's dir noch ganz gut? Brauchst du irgendwie Hilfe? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber da denke ich mir echt so, warum? Warum musste das jetzt passieren? Ihr dürft von mir aus jetzt mal alle in die Kommentare reinhauen, was ihr denkt, was passiert ist, was jetzt zwischen. Was ja, was passiert ist? Ich werde jetzt noch einen kurzen Moment warten und euch dann das ja, Ergebnis zeigen, was ich meine. Nein, es ist keiner gestorben. Nein, es ist keiner adoptiert worden. Nein, es ist keiner zur Adoption, sage ich jetzt mal, rausgegeben worden. Keiner hat den Haushalt verlassen. Keiner hat sich getrennt. Keiner hat irgendwen betrogen in der Weise. Aber könnt ihr diese Wölbung sehen? Diese ganz, ganz hauchzarte Wölbung. Ja, die Naomi hat zwischendurch Phasen, wo sie ein bisschen weiblicher ist, sage ich jetzt mal. Sie hat mehr Rundungen, voll alles okay. Aber diese Wölbung da kommt nicht davon, weil sie sich gut das Essen schmecken lassen hat. Nein, es ist ganz, ganz, für mich aktuell ganz, ganz schlimm. Andere würden sich vielleicht freuen, aber für mich ist es gerade aktuell ganz, ganz, ganz schlimm. Die Naomi ist schwanger. Und jeder, der jetzt so jetzt ein bisschen weiß und der den Familie Winter generell dieses Let's Play verfolgt, weiß, dass der Jerry sich sterilisieren lassen hat, als die Summer auf der Welt war und die, ich glaube, zum Toddler geworden ist. Wir waren im Urlaub oder als die Naomi schwanger war, ich weiß nicht, auf jeden Fall war sie im Urlaub. Er hat sich sterilisieren lassen. Heißt, es macht jetzt eins und eins, kann man zusammenzählen. Ja, die Naomi ist schwanger. Zudem ein ungewolltes Kind ist unterwegs, weil, wie gesagt, sie hat 9 Kinder, davon sind die meisten erwachsen. Sie ist jetzt in einem Alter, wo sie wirklich mal wieder was für sich unternehmen kann. Man kennt das vielleicht gerade, die, wo vielleicht schon Kinder haben, in einem gewissen Alter. Man möchte dann nicht so unbedingt wieder von vorne anfangen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und ich dachte ja, als ich das gesehen hatte, dass die Naomi und der Jerry eine Beziehung zu jemand anderem haben, dass das wirklich nur rein gefühlsmäßig war. Ich wusste nicht, dass die auch miteinander techteln. Dann habe ich, ja, wie gesagt, diesen Haushalt gerade besucht und dachte mir so, warum ist sie so sauber? Und sehe dann diese wunderschöne Blase da links. Ich habe die Schwangerschaft gerade aktuell pausiert, deshalb wir sehen nicht, wie lange sie jetzt schwanger ist. Auf jeden Fall ist sie im ersten Trimester. Und ja, jeder, der jetzt eins und eins zusammenzählen kann, ich fange wieder an, weiß jetzt, okay, die Naomi ist schwanger, aber nicht vom Jerry. Heißt, sie ist von dem Mann schwanger, mit dem sie die Affäre hatte. Und jetzt kommt das Lustigste überhaupt. Ich habe den vor 1 oder 2 Tagen, ich räume zwischendurch meinen Safe immer auf und gehe auf die nicht gespielten Sims, wo die ganzen NPCs sind und schmeiß die generierten Sims, die vom Spiel gemacht werden, raus. Heißt, der Vater des Kindes ist weg. Und ich bin wirklich
dermaßen gerade ein bisschen schockiert. Jetzt haben wir die Lola schwanger und die Naomi. Und dann ist ja noch was passiert. Das aber in einer anderen Folge, wenn wir in dem Haushalt dann sind. Aber ich bin dermaßen hin und her gespalten. Ich wollte heute eigentlich ganz entspannt mit Kira ihren Abschluss feiern, zur Universität gehen, ihr Bachelorzeugnis holen, den Hut werfen, ein schönes Foto mit ihr machen, mit der Stephanie vielleicht noch auf ein romantisches Date gehen. Wer weiß, wir haben in der letzten Folge wirklich den Bachelorabschluss fertig gemacht. Wir haben das im Meilenstein schon drinne. Es fehlt eigentlich nur noch die Abschlussfeier. Wir waren schön romantisch mit Preston, Gabby, Kira und Stephanie essen. Der Preston hat sich getraut, die Gabby zu fragen, ob sie bei ihm einziehen will. Und die Stephanie und die Kira hatten wunderschöne Momente. Die hatten viel Techtelmechtel. Da brauche ich mir erstmal keine Sorgen zu machen, dass die schwanger wird, die Kira oder die Stephanie. Das ist zum Spiel von mir so ausgeschaltet. Ich kann nicht gleichgeschlechtliche Paare ein Kind kriegen lassen. Das geht dann alles über eine RPO. Wir können uns dann künstlich befruchten lassen und so weiter und so fort. Mir ist wirklich zum Heulen zumute. Vor allem, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Naomi ist eine erwachsene Frau. Ich hatte ganz, ganz andere Pläne mit ihr, gerade weil die Kids wirklich jetzt, die meisten sind aus dem Haus, es sind nur noch die Sophie und die Summer. Die Summer wird bald zum Teenager. Die Naomi hat eigentlich mit dem ganzen Kapitel abgeschlossen. Deshalb hat sich der Jerry ja auch sterilisieren lassen. Ihr merkt, ich bin richtig so, oh mein Gott. Ja, wir können zudem auch mal hier reingucken, gerade in ihre Biografie, sage ich jetzt mal. Und hier steht eigentlich, gut, das habe ich ihr im Nachhinein erst gegeben, dass sie treu ist, dass das ein bisschen vielleicht unter Kontrolle gehalten wird. Sie ist rein exklusiv in der romantischen Beziehung, heißt nur mit dem Jerry, habe ich aber auch erst im Nachhinein wieder reingemacht. Und wie gesagt, sie will halt aktuell einfach keine Kinder. Wie man hier lesen kann, nicht daran interessiert. Und gegenwärtig schwanger zu werden, wenn es dazu käme, würde dieser Sim es nicht gut finden. Jetzt bin ich die ganze Zeit hin und her gezwoggelt. Zum einen, es ist mit Jerry sein Kind nicht. Ich weiß nicht, wie er darauf reagieren würde, weil er nun mal sterilisiert ist. Heißt, er weiß genau, das Kind ist nicht von ihm. Davon abgesehen, dass ich ihn eigentlich alle möglichen Erinnerungen genommen habe, müssten wir es vielleicht irgendwie so hindeichseln, dass er das vielleicht irgendwie anerkennt. Ich weiß nicht, wie negativ sich dieses Moodlet auf die Schwangerschaft auswirkt. Nicht, dass sie am Ende eine Fehlgeburt hat. Sollen wir uns dazu entscheiden, okay, behalten wir das Kind, gucken wir, wo es hinläuft oder ob sie halt den Abbruch in Betracht zieht. Ich weiß es nicht. Ich bin dermaßen hin und her gezwackelt. Wenn du Ideen hast oder sollen wir es austragen und zur Adoption freigeben, aber ich wette mit euch, die Naomi, die kann dann die Finger nicht und die Füße nicht stillhalten. Die würde dieses Kind vermissen, auch wenn es in dem Sinne nicht vom Jerry ist. Deshalb, ich weiß es nicht, eine Adoption würde für mich wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Wenn, dann würde ich versuchen, das Kind selbst mit ihr aufzuziehen, auch wenn sie dermaßen dagegen ist. Wie gesagt, sie ist angespannt auf Level 4, sage ich jetzt mal. Da steht ja diese Plus 4. Und ja, ich wollte eigentlich diesen Part ganz anders anfangen, und zwar bei Kira und Preston. Musste euch das aber jetzt mitteilen, weil ich finde, das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe erst wirklich gedacht, als ich sie so sehe, okay, hat sie vielleicht ein bisschen zugenommen, wäre ja an sich nicht schlimm. Aber dann habe ich sie in einem Badeoutfit gesehen, habe gedacht, nee, also der Bauch, der ist zu sehr nach Babykugel. Und habe da beim MC Command Center reingeguckt. Also ich kann es euch ja mal zeigen. In dem Sinn ist es ja Schnurzpieps egal, dass wir das Geschlecht dann wissen. Aber da steht halt, wie gesagt, ich habe die Schwangerschaft pausiert. Und dann auch noch, Obergau kriegt sie auch noch Zwillinge. Wie gesagt, der Partner ist gelöscht, heißt, da steht drinnen, es ist kein Partner vorhanden. Und sie kriegt Zwillinge. Zwei Mädchen würde sie bekommen. Oh, ich weiß nicht. Leute, ihr müsst mir bitte helfen bei dieser Entscheidung. Wie gesagt, ich habe die Schwangerschaft erstmal pausiert, weil ich wirklich nicht weiß, was ich machen soll damit. Ich bin wirklich so voll vor den Kopf gestoßen. Deshalb, ich würde sagen, um einfach auf andere Gedanken jetzt zu kommen, das Einleitungsding ging jetzt lang genug. Ihr wisst, was Sache ist. Sie hat 9 Kinder, überlegt man, sie würde dann 11 Kinder haben insgesamt. Ich komme gerade nicht drauf klar, tut mir leid. Deshalb, wir gehen jetzt zu Kira und Preston und machen die Abschlussfeier und gucken, was auf uns zukommt. Ich würde mich wirklich sehr drüber freuen, wenn wir das diskutieren können. Ich werde auch nochmal als Pin unten in die Kommentare das anpinnen. So. Wir sind jetzt bei Preston und Kira und Gabby, da wo ich eigentlich starten wollte. Aber wie gesagt, ich musste diesen Einschub machen, ich musste es euch zeigen. Aber ich würde sagen, wir lassen, oh, was ist hier, Privatsphäre gestellt, wegen Verletzung der Privatsphäre. Sim mögen es nicht, wenn jemand einen so bei einem so hereinplatzt. Okay.
Auf jeden Fall lassen wir die Zeit jetzt laufen. Wir müssen heute, genau, wir haben heute Kuselfest und um 10.01 Uhr die Abschlusszeremonie. Dann ist die Kira komplett fertig mit dem Studium. Wir haben ihr, wie gesagt, das neue Bestreben schon zugewiesen, dass sie das machen möchte. Sie wird danach in eine künstliche, ob das jetzt mit Gitarre ist, also eher musikalisch, wird sie auf jeden Fall sein, aber in welche Richtung genau, ob sie eher Komponistin wird, heißt sie schreibt Songs, oder ob sie, was ich was, in der Band irgendwie arbeitet. Wir gucken einfach mal, ich wollte aber zu Beginn erstmal nicht direkt nach dem Studium, nach der Abschlussfeier direkt in einen Job reinspringen, sondern ich wollte so 2-3 Tage ein bisschen mit ihr den Abschluss genießen, ihr ein bisschen Urlaub gönnen, weil sie hat in dem Sinn ja jetzt nicht wirklich Urlaub, sie hat ja wirklich extrem viel für die Uni gemacht, dass ihr das gegönnt seid. Sie wird hier einen Babysitterkurs am Wochenende machen. Vielleicht fahren wir auch irgendwie in Urlaub übers Wochenende. Der Preston hat noch 5 Tage vor sich und dann hat er es auch geschafft. Wir haben die Präsentation schon gehalten, wir haben die Abschlussarbeit schon eingereicht, also wir sind soweit alles schon fertig. Er muss nur an den Kursen teilnehmen und natürlich dann die letzte Abschlussprüfung machen, die am wahrscheinlich dann Montag oder Mittwoch, ich weiß es gerade nicht so genau, was dann der letzte Tag wäre. Auf jeden Fall hat der Preston in 4 Stunden seine Vorlesungen und in 2 Stunden. Deshalb, wir lassen es einfach mal laufen. Die Gabby fühlt sich voll wohl bei uns. Ich bin immer noch total happy, dass sie ja bei uns eingezogen ist. Okay, jetzt wollen sie gerade ein bisschen was die Stimmung teilen. Was möchtest du hier mit Preston knuddeln? Zieh mal dein Kleid an und dann würde ich sagen, kannst du dich mal ganz kurz frisch machen. Ich denke mal, sie ist auch sehr, sehr nervös. Und ich freue mich sehr dermaßen für sie, dass sie es jetzt geschafft hat. Und unsere Kira, ja, sie hat das Liebesleben in Angriff genommen. Genau. Die Abschlusszeremonie findet bald statt. Möchtest du an ihr teilnehmen? Eine Absage wirkt sich nicht auf den Abschlussstatus deines Sims aus. Wir nehmen natürlich teil. Wir wollen sie in ihrer wunderschönen Robe sehen. Und natürlich auch, wie sie in Hut wirft. Und wir machen natürlich dann auch noch ein Foto. Genau, sag hier, ich hab's geschafft. Ich hab meinen Bachelor in der Tasche. Ist das nicht süß, das Foto? Vor allem, wir müssen mal hier kurz ein bisschen uns drehen, dass wir ein bisschen Sonnenlicht abbekommen. Sie hat's geschafft, unsere süße Maus. Sie hat ihren Bachelor in der Tasche. Sie kann jetzt ihre Karriere in Angriff nehmen. Und ich bin sehr stolz. Ich denke, die Sandra ist ihre Patentante. Die wird auch ganz stolz sein und super glücklich, dass sie es geschafft hat. Wir warten. Oh, guck mal, hier ist jemand gekommen. Hier musste ich mal direkt lustig vorstellen und sagen, hey, hast du deinen Abschluss auch geschafft? Oh, die verstehen sich jetzt nicht so gut. Was ist hier? Fern, okay. Und hier ist die Margot. Hier kannst du dich auch mal lustig vorstellen und sagen, hey, Glückwunsch zum bestandenen Abschluss, freue mich voll für dich und wir quatschen dann mal mit allen so ein bisschen. Und ich bin immer noch voll hin und weg. Hier kann ich auch mal freundlich vorstellen und zum Abschluss gratulieren. Also aktuell können wir nur den Jubel machen. Brightchester Jubelbeginn, genau. Macht den mal, vielleicht stimmen die anderen dann ein. Okay, Preston ist zur Vorlesung. Wir machen mal hier aktiv zuhören. Oh, es geht los. Du musst teilnehmen. Kira, wie kann ich dich dahin schicken, dass du teilnehmen kannst? Ich kann nirgends draufklicken. Oh, ich mag das gar nicht. Ich hoffe, dass die jetzt... Marlon! Oh, Marlon ruft an. Oh, er hatte... Oh, okay. Letztendlich hatte ich kein Date mit Campbell Barrow. Das tut mir leid. Okay. Wir wissen ja, dass der Marlon in die... in unsere süße... ein bisschen verknallt ist. Sie weiß das aber noch nicht. Und wir gucken einfach mal. Ich kann sie hier nicht teilnehmen lassen. Ich verstehe das nicht. Abby, ich wollte schon sagen, Amy. Kira, kannst du deinen Hut jetzt schmeißen? Schmeißt du ihn jetzt? Och Mann, ich liebe es, wenn es nicht funktioniert. Ich liebe es. So cool es war, es hat bei uns leider nicht funktioniert. Na gut. Okay, wir haben ja auf jeden Fall unseren Abschluss in der Tasche. Da steht es auch nochmal, Abschluss in bildende Künste gemacht. Und es steht auch hier in Abschluss in bildende Künste. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den Abschluss gemacht. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen erkältet quatsche. Hi Jerry, wie geht's dir? War mal nach dem Musikgeschmack. Jerry hat uns jetzt... Ey, ich habe gehört, dass du die Meister angefeuert hast. Okay, die Naomi hat auch gerade geschrieben.
Ja, ich weiß nicht, ob der Jerry das jetzt schon rausgefunden hat. Oh, Kira, pass bitte auf. Du fragst dich vielleicht, warum ein streng geheimer Agent wie unsere jemand Kontakt, der so einen guten Ruf hat wie du. Nun ja, das genau ist der springende Punkt. Du genießt so einen guten Ruf, dass niemand vermuten würde, dass du ein Geheimagent bist. Wenn du bereit bist, würden wir dich als führende Detektivin anheuern, einschleusen. Und übrigens, diese Unterhaltung hat nie stattgefunden. Nee, natürlich lehnen wir das Angebot ab, auch wenn es sehr interessant. Oh mein Gott. Hättest du nicht alle anderen Schuhe anziehen können als Flipflops? Ja, ich würde sagen, wir machen einen Switch dann. Was? Aber hinten? Was? Das ist dein Vater. Also dein Stiefvater natürlich. Um aufs Nummer sicher zu gehen, habe ich jetzt der Kira verboten, romantisch mit dem Jerry zu interagieren. Und sie fragt jetzt, ja, was ist denn los bei euch hier? Du kannst sie mal hereinbitten. Wir werden dann natürlich zu Naomi und Jerry zurückgeben und werden dann, ja, dem Jerry das mal sagen, dass wir, ja, ungewollt schwanger sind. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Er weiß ja an sich von seinem Profil, dass er nicht der Vater dann sein kann. Und um ehrlich zu sein, habe ich schon ein bisschen Angst vor diesem Gespräch. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst. Nur so ein bisschen. Ah, du stehst hier und machst deine Hausaufgaben. Okay, das ist sehr gut, dass du die schon automatisch machst. Sehr schön. Aber du solltest zum Kurs gehen. Genau, wir machen jetzt hier mit dem Presti noch seinen Kurs, dass er da wirklich dran teilnimmt. Nimm am Kurs teil, bitte. Zum Kurs gehen. Ach so, du stehst schon davor. Entschuldigung. Okay, abgeschlossen. 25% erledigt. Okay, dann machen wir hier die Hausaufgaben einfach weiter. Schön, dass du das von dir aus schon begonnen hast, Preston. Okay, gehen wir mal zu Gabby und zu Kira. Die Kira hat sich jetzt erstmal hingelegt. Die ist gerade ein bisschen fertig. Kannst du der Gabby sagen, dass du deinen Abschluss geschafft hast? Genau, heiß sie erstmal willkommen im Haushalt. Und dann kannst du mal mit ihr über Interessen reden, sagen: Und kommst du gut zurecht soweit? Wie gefällt es dir hier bei uns in der Studenten-WG? Aber ich glaube, die Gabby, die ist auf jeden Fall. Es ist toll, eine Weile Teil dieser Familie zu sein. Schmutziges Geschirr, Lärm und noch viel mehr. Wie interessant. Gabby hat es wirklich genossen, mehr über die Interessen von Kira zu erfahren. Es kann bezaubernd sein, wenn ein anderer Sim von seinen Leidenschaften schwärmt. Würdest du sagen, dass Gabby gerne über Interessen redet? Ja, würde ich sagen. Ne? Und dann müsst ihr mal hier drüber quatschen, wie es in euch so geht. Kannst du mal Geselligkeitstipps geben? Sag hier, ich habe gerade meinen Abschluss gemacht, ich habe jetzt mein Diplom in der Tasche, bin jetzt offiziell fertig mit dem Studium. Preston hat es ja auch nicht mehr lang. Die Gabby so, ja, ich freue mich dann auch schon so, wenn er wirklich fertig ist mit dem Studium. Ich würde gerne mit ihm in Urlaub fahren, nach Granite Falls, da so ein paar Pflanzen holen und sie will auf jeden Fall Burger essen. Oh, danke Jerry, dass du uns den Müll rausbringst. Ja, dich nehmen wir dann gleich mit, wenn wir wieder nach Hause reisen. Und ich habe echt Muffensausen. Ich bin schon ein Angsthase vor so wichtigen Themen. Kannst du mal zum Essen rufen, komm. Es ist zwar Herbst, bewölkt, ein bisschen kühl, aber wir können uns doch alle zu draußen hinsetzen, ne? Ja. Ich habe echt Angst vor diesem Gespräch gleich. Kira, Gabby, ist da irgendwas drinne? Ne, okay. Preston hat die Hausarbeit eingereicht. Okay, Presti, dann geh mal ganz flotti Karotti nach Hause. Okay, da ist sie. Unsere Naomi. Oh, ich habe so Angst. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wen haben wir denn da? Süßigkeitensammlerin. Die Gina Lux. Wie cool. Das ist von Christa und Lux, die Partnerin. Wie können wir ihr Süßigkeiten geben? Wie funktioniert das? Ich wusste gar nicht, dass die Sims Süßigkeiten sammeln können. Können wir ihr jetzt was geben? Süßes, saures. Gib ihr was Süßes. Wie cool ist das denn? Nein, ist das cool. Wir können den Sims Süßigkeiten geben. Schaut's. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Nein, ich komme nicht darauf klar, dass die schwanger ist. Gebt euch den Babybauch. Gebt euch den Babybauch. Okay, wir haben ihr scheint's was Süßes gegeben. Okay, wir gehen jetzt mit der Belle spazieren, würde ich sagen. Und überlegen uns ein paar Optionen. Ich habe zwar schon ein paar Optionen gesagt. Oh mein Gott, ist die schwanger. Ich könnte flennen. Nein, Naomi, ich zieh dich um.
Nicht, dass du krank wirst. Hier, zieh dein Kleid wieder an, das sieht süß aus. Ja, sie geht jetzt mit der Belle ein bisschen spazieren und du müsstest dein Fahrrad im Anschluss ins Inventar platzieren. Das ist doch dein Fahrrad, ne? Ja. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich bin echt hin und her gerannt. Hallo, willst du auch was Süßes? Können wir dir jetzt was Süßes? Ah, die kann immer nur, wenn sie an die Tür klopfen, ne? Okay, der Jerry hat auf jeden Fall hier irgendwas bekommen. Wir gehen jetzt hier mit deiner Omi ein bisschen spazieren. Also, wie gesagt, wir können ja mal kurz hier im RPO reinschauen. Adoption, Online-Option. Dieser ist nicht möglich, während ein Ereignis läuft. Okay, das geht nicht. Naomi kann das nicht tun, wenn sie schwanger ist. Okay. Das ist natürlich wieder mega. Oh, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich bin dermaßen hin und her. Wir können hier HPV machen. Was haben wir hier noch? Oh, hi! Du siehst ja süß aus. Och Gott, in welchem Trimester bist denn du überhaupt? Wir müssen mal reingucken. Wir wissen ja, dass sie einen Bub bekommt. Im zweiten ist sie erst. Okay, aber ich denke, wir können vielleicht die Geburt langsam mal ein bisschen vorantreiben bei unserer süßen Lola. Ist sie nicht zuckersüß mit ihrem Babybauch? Nö, das ist ein sehr interessantes Outfit, Süße. Auf jeden Fall gucken jetzt hier der Naomi zu, wie sie spazieren geht und gehen mal hier die Option durch. Hier, was können wir machen? Wuhu Wellness. Gedanken über das Schwangersein. Ansatz von Nichtwollen. Babynummer und Geschlecht entdecken. Entscheide dich für einen bevorzugten Babynamen. Mehr zur Abtreibung gehen, geh zu Freunden gehen. Oh mein Gott. Ungewollte Schwangerschaft. Beratung für ungewollte Schwangerschaft gehen. Das könnten wir vielleicht machen noch, wenn wir hier mit dem Spaziergang fertig sind. Wir können zu einer Beratung gehen, zur ungewollten Schwangerschaft. Das wäre doch was, oder? Ich packe ihr das jetzt schon mal rein. Machst du das jetzt mit der Belle zusammen? Okay, die macht das jetzt direkt mit der Belle, okay. Also wäre sie vom Jerry schwanger, bin ich ganz ehrlich, wäre das für mich kein großes Problem. Dann würde ich sagen, okay, gut, dann kriegen sie halt nochmal Kinder. Das wäre natürlich jetzt nicht so optimal, weil sie ja eigentlich mit dem Thema abgeschlossen haben. Deshalb ist sie halt auch echt so angepieselt, dass da jetzt halt nochmal ein Baby unterwegs ist, weil sie halt wirklich mit dem Thema komplett abgeschlossen hat. Okay, sie ist jetzt mit der Belle dorthin gegangen, Gefühle erhalten. Weißt du was? Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Okay, wir gucken mal kurz nach unseren zwei Mäusis. Guckt ihr Fernsehen? Was gucken die für eine Serie? Wollt ihr ein bisschen Fernsehen gucken? Guck mal hier, wir können doch hier einen schönen Film ansehen, oder? Was hier? Schuhe? Unverschämt. Ach so, weil sie die Schuhe anhaben. Okay, und dann kannst du mal hier mitschauen. Oh ja, guckt mal, das ist doch cool. Okay, die Mädels gucken Fernsehen. Die Mami ist in einem Gespräch, um zu klären, wie es weitergehen könnte. Wie sieht es schulisch eigentlich bei euch aus? Unabhängige Zweierschülerin. Die Hausaufgaben hat sie noch nicht gemacht und du bist auch eine Einserschülerin schon und hast Hausaufgaben auch noch nicht gemacht. Okay. In 13 Stunden, 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr. Okay, haben wir ja noch ein bisschen Zeit für. Ja, ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Ich bin dermaßen hin und her gezwackelt. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Entweder, aber eine Adoption, ich bin ganz ehrlich, eine Adoption kommt für die Naomi nicht in Frage. Es tut mir leid. Jetzt holen wir aber den Jerry mal hierher. Dann kann er einmal hier den. Also auf jeden Fall jetzt hier macht den Ofen an. Das finde ich sehr cool. Zieh dich mal um, nicht, dass du krank wirst. Er fragt jetzt die beiden Mäusis natürlich, hey, wo sind Mama? Und die so, die ist mit Belle spazieren. Ich weiß halt echt nicht, wie er reagieren würde. Was hat er denn hier? Er würde sich freuen, auf jeden Fall ein Kind zu haben. Ist halt total nur mit Naomi, aber ist halt unfruchtbar. Also er weiß dann genau, dass das Kind nicht von ihm ist. Also wenn ich jetzt von jetzt auf gleich entscheiden müsste, würde ich sagen, würde ich am liebsten einfach die Beziehung rauslöschen und nichts groß unternehmen wollen. Okay, Naomi, was haben wir jetzt hier? Lass mich mal gucken. Hilfreich genug. Es war gut, mit einem Profi über die Gefühle zu sprechen. Okay, das hört sich doch an sich nicht schlecht an, oder? Ich möchte halt jetzt auch vorab nichts groß entscheiden. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Beratung zur ungewollten Schwangerschaft in Anspruch genommen. Das hat scheinbar geholfen. Ich würde sagen, du gehst jetzt mal nach Hause und wir gucken mal, was wir mit dem Jerry vielleicht so reden können. Ich würde ihm es jetzt noch nicht direkt aufs Auge hauen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde,
gern eure Meinung dazu erfahren. Aber man sieht, sie ist total unglücklich damit. Also ich weiß, also ich bin ganz ehrlich, in der aktuellen Situation, ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, wenn sie... Die Celine saß? Nee, Jerry guckt hier mit den beiden Mäusis Fernsehen. Die Naomi ist auf dem Weg nach Hause. Ich bin echt total hin und her gerissen. Also entweder es kommen mir rein deutsch nur zwei Möglichkeiten ins Sinn. Entweder wir behalten es und riskieren einen Ehestreit, sage ich jetzt mal. Du hast jetzt bestimmt Hunger, ne? Ja, dann hier nimm dir mal einen Rest raus. Oder wir sagen, okay, gut. Wir sagen es dem Jerry nicht und machen das vielleicht... Jetzt ist sie sehr traurig. Nicht bereit dafür. Manchmal trifft einen die quälende Natur der Schwangerschaft zu einer Zeit, in der man kein Kind haben will. Wie ein Zug. Ich sage jetzt Plan A und Plan B. Plan A ist, wir behalten es, auch wenn die Schwangerschaft total ungewünscht ist. Ich denke, wenn das Baby da wäre, wäre das was anderes. Aber die Naomi ist so, so unglücklich, dass wir Plan B in Betracht ziehen, dass wir vielleicht wirklich eine Abtreibung in Betracht ziehen, um einfach das Familienleben zu schützen, dass die beiden keinen Streit untereinander bekommen, weil sie wissen ja auch eigentlich aktiv nicht, jetzt bellen die Nachbarhunde hier rum, dass die fremdgegangen sind. Das hatte ich ja rausgelöscht. Deshalb, jetzt hat die Belle hier vor die Tür gepieselt. Aber nicht schlimm. Ich hoffe halt, der Jerry merkt es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, der Jerry macht es weg. Okay, der merkt es nicht mehr. Okay, wenn man sie so sieht, denkt man vielleicht, okay, sie hat vielleicht ein, zwei Kuchenstücke zu viel gegessen. So, ihr Süßen, bevor ihr jetzt noch länger Fernsehen guckt, macht ihr bitte mal eure Hausaufgaben. Ja, also ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir hier bei dieser sehr... Nein, hör auf, das zu essen, das ist vergammelt. Spinnst du? Das ist verdorben, hör auf. Plan A... Wir behalten es. Wir gehen das Risiko ein. Wir müssen es natürlich dem Jerry sagen. Und da habe ich eigentlich die meiste Angst vor, als dass sie einen Schwangerschaftsabbruch in Betracht zieht. Und wir dem Jerry gar nichts sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe eher Angst davor, dass die Beziehung in die Brüche geht. Wir gucken jetzt mal gerade, während sie hier den Abwasch macht, holen wir hier uns noch eine schnelle Mahlzeit raus. Schnelle Mahlzeit essen. Oder trinken. Wir holen uns mal so ein Sandwich oder sowas. Genau, Erdnussbutter-Sandwich. Wenn sie das macht, gucken wir mal hier beim Jerry, was wir ihn fragen können, was wir sagen können. Hier, Woohoo Wellness. Fragen, ob Jerry Kinder will. Das können wir machen. Sorge über Gewicht. Ungewünschte Schwangerschaft ankündigen. Leben versöhnen und Schluss machen. Eine vorübergehende Trennung fordern. Nein, das kommt für mich gar nicht in Betracht. Eifersucht und Untreue, Verdacht über Kontakt äußern. Nee, das ist ja in dem Sinn. Oh, Naomi. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich glaube, ich beende den Part jetzt auch hier an der Stelle. Schreibt mir bitte unbedingt mal in die Kommentare, für welchen Plan ihr euch entscheiden würdet. Was ihr denkt, was gut laufen würde. Ich sage es noch einmal, Plan B wäre, dass wir das Risiko eingehen. Ihm davon sagen, dass wir schwanger sind und dann halt gucken, okay, wie reagiert er da drauf. Ich habe sehr, sehr Angst davor, dass er dermaßen verletzt davon ist, was ich in seinem Fall total wäre. Und dass die Beziehung und die Ehe wirklich darunter leidet und kaputt geht. Weil ich habe ja alle Moodlets, alle Meilensteine entfernt von der Affäre, von der sie sich gegeneinander in andere Personen verliebt haben. Oder Plan B ist, dass wir ja eine Abtreibung in Betracht ziehen, dass die Naomi das Kind wegmachen lässt und wir so tun, als wäre es rein theoretisch nicht möglich. Oder ich sage jetzt nochmal hier Plan C. So, wir tun, als wäre gar nichts passiert und ich mache die Schwangerschaft über den MC Command Center weg. Heißt, da wären dann auch keine Moodlets von. Heißt, wir tun wirklich so, als wäre nichts passiert. So wie ich es auch mit den Moodlets gemacht habe. Heißt, wir haben Plan A, B oder C. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir bei dieser sehr, sehr schweren Entscheidung helfen würdest. Ich denke mal, man merkt schon so, ich möchte eigentlich nicht Plan A, dass sie es ihm auch sagt, dass ich schwanger ist. Dass das Kind auf die Welt kommt, ist was anderes. Aber ich habe halt wirklich Angst, dass die Beziehung kaputt geht. Wir haben sehr, sehr hart für diese Beziehung gearbeitet. Sie hat sich zwischen, ich glaube, 3 oder 4 Männern für ihn entschieden. Ich denke, das würde ihn dermaßen verletzen. Auch wenn er nichts mehr an die Affäre, die die beiden hatten, an dem sie sich nicht erinnern können. Die haben natürlich sich nicht gegenseitig gesagt, hey, ich hatte eine Affäre, sondern ich habe es gesehen.
In der Profilübersicht stand zwar drin, dass der Jerry die Naomi betrogen hat und die Naomi den Jerry. Ich werde dir hier nochmal zwischendurch ein paar Bilder einblenden. Aber ich finde, ja, wie gesagt, ich fände es sehr, sehr schlimm. Also ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. A, B oder C. Für mich persönlich kommt Plan A eigentlich gar nicht in Betracht. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich freue mich sehr auf die Kommentare und bitte helft mir bei dieser Entscheidung. Helft mir bitte bei dieser Entscheidung, sonst weiß ich echt langsam nicht mehr weiter. Wir stehen auch kurz bevor, dass wir einen neuen Save-File umziehen. Heißt, wir würden auch nochmal so ein bisschen auf Null, sage ich, anfangen. Natürlich sind die ganzen Beziehungen vorhanden. Deshalb, wir gucken einfach mal, wie sich's entscheidet, was ihr sagt. Und was schlussendlich dann in die Tat umgesetzt wird. Ich hoffe trotzdem, dass dir dieser Part gefallen hat, auch wenn dieser Part ganz anders abgelaufen ist, als so wie ich ihn mir erhofft hatte. Ich hatte wirklich einen schönen Abschluss mit der Kira geplant. Jetzt kam halt hier Familie Winter dazwischen und hat mir hier voll das Bein gestellt. Aber gut, es ist Sims. Was erwartet man? Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du heute eingeschaltet hast. Würde mich sehr über einen Kommi, ein Like und wenn du ganz neu sein solltest, dann gerne auch den Abo-Button klicken. Dann kann ich dich in der Community willkommen heißen. Wünsche dir allerdings jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und ich freue mich sehr drauf auf Diskussionen in den Kommentaren, was ihr dazu sagt, A, B oder C. Was ihr drüber denkt, schreibt es mir in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.